Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel ist heute in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Zusammen mit Ministerpräsidentin Dreyer besuchte sie die Eifelgemeinde Schuld, die besonders schwer betroffen ist. Merkel sprach den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus, sprach mit Einsatzkräften und Bewohnern und kündigte rasche Hilfe an. Sie nannte das Ausmaß der Katastrophe unfassbar. Bislang wurden in den Unwetterregionen 157 Tote geborgen, davon 110 in Rheinland-Pfalz. Schon im Anflug auf das Eifeldorf Schuld kann sich die Bundeskanzlerin einen ersten persönlichen Eindruck von den Verwüstungen in der Region machen. Am Boden zeigt sich Angela Merkel dann das ganze Bild des Schreckens. Mit Ministerpräsidentin Dreyer informiert sie sich über den Stand der Aufräumarbeiten. Im Gespräch mit Einsatzkräften geht es auch um die Ursachen der verheerenden Flut. Sonst hat man immer gesagt, zu viel begradigt und wir brauchen Auen. Okay, aber hier ist nicht begradigt, hier ist aber auch kein Platz. In der Ortschaft spricht die Kanzlerin dann mit Anwohnern. Viele haben hier durch das Unglück alles verloren. Die Menschen erhoffen sich schnelle und unbürokratische Hilfen von Land und Bund. Wir brauchen später für den Aufbau definitiv noch mehr Hilfe, weil da können Sie hier jeden älteren Mitbürger fragen, der es miterlebt hat. Aber da hat jeder gesagt, also selbst nach dem Krieg war es noch nicht mal so schlimm wie jetzt. Die Kanzlerin spricht angesichts der verheerenden Zerstörungen von so wörtlich gespenstischen Bildern. Sie sichert finanzielle Unterstützung zu und kündigt auch politische Konsequenzen an. Wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen, kurzfristig, aber eben auch mittel- und langfristig durch eine Politik, die eben die Natur und das Klima mehr in den Betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Auch das wird notwendig sein. Auch während des Besuches der Kanzlerin gehen die Aufräumarbeiten weiter. Wasser und Strom gibt es im Katastrophengebiet nicht. Die Leitungen sind beschädigt. Die Region hofft jetzt, dass die versprochenen Hilfsgelder auch schnell ankommen. Meine Kollegin Sandra Bieger ist im Krisengebiet in Adenau. Welche Bedeutung hat der Besuch der Kanzlerin für die Menschen vor Ort? Also für die Menschen vor Ort war es wichtig, dass die Kanzlerin zeigt, ich bin da, ich sehe eure Situation. Und die Kanzlerin selbst hat auch signalisiert, dass die Bedeutung ihres Besuches hier gar nicht überschätzt werden kann. Sie hat gesagt, sie sei von Anfang an schockiert gewesen über diese furchtbaren Bilder der Zerstörung. Aber es sei dann doch noch mal ein Unterschied, wenn man direkt vor Ort sei und diese Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes und ihre Folgen dann richtig spüren könne. Und sie hat gesagt, ich habe verstanden, wir kriegen das nicht nur mit Soforthilfen hin, wir müssen mittel- und langfristig als Bund hier Präsenz zeigen und die Flutopfer unterstützen. Und quasi als Beweis dafür hat sie auch gleich angekündigt, dass sie Ende August auch noch mal persönlich hier in die zerstörte Region kommen werde. Vielen Dank, Sandra Bieger. Nach länger anhaltenden ergiebigen Regenfällen herrscht auch im Südosten von Bayern Hochwassergefahr. Im Berchtesgadener Land wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Dort kam mindestens ein Mensch ums Leben. Viele Häuser mussten evakuiert werden, weil Einsturzgefahr drohte. Auch in einigen Gebieten von Sachsen hatte Starkregen für Überschwemmungen gesorgt. Starke Regenfälle haben gestern den Pegelstand der Berchtesgadener Ache innerhalb von Stunden von knapp einem Meter auf 3,80 Meter steigen lassen. Der höchste je gemessene Wert. Der Gebirgsfluss überflutete das Ortszentrum von Marktschellenberg. Mittlerweile sind rund 890 Hilfskräfte im Berchtesgadener Land im Einsatz. Viele von ihnen pausenlos seit gestern Abend. Was gestern tatsächlich für uns ungewohnt war, war, dass in einem gewissen Zeitraum sehr schnell einige dramatische Meldungen kamen. Meldungen, wo Menschenleben auch in Gefahr waren. Also wir hatten Gebäude, die einsturzgefährdet waren, wo Personen gerettet werden mussten. Und wir hatten dreimal Situationen, dass Fahrzeuge auf Straßen zum Spielball der Wassermassen wurden, wo die Notrufe tatsächlich aus den Fahrzeugen kamen.
Starkregen hatte in der Nacht auch Hänge abrutschen lassen. In Schönau am Königssee wurde ein ganzer Ortsteil evakuiert. Das war ja alles nass gestern, das war fließend, das war schwer. Wir haben alle zusammen geschaufelt, aber keine Chance, wir sind nicht mehr hinterhergekommen. In Schönau liegt auch die Bob- und Rodel-Weltcupbahn. Teile von ihr wurden von den Wassermassen weggerissen und zerstört. Der Pegelstand der Berchtesgadener Ache ist mittlerweile wieder gesunken. Weiter nördlich in Passau hingegen stiegen die Wasserstände von Donau und Inn auch am Nachmittag noch an. Ufernahe Promenaden sind überflutet, Autos nahe der Donau wurden abgeschleppt. In der Altstadt wurden Sandsäcke verteilt, der Hochwasserscheitel wird in Passau im Laufe des Tages erwartet. In der sächsischen Schweiz waren mehrere Orte nach starken Regenfällen und Überflutungen nicht erreichbar. Wie hier in Bad Schandau entspannt sich die Lage wieder. Laut sächsischem Innenministerium sei die Situation beherrschbar. In den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen haben die Aufräumarbeiten begonnen. In der besonders betroffenen Ortschaft Erftstadt, südlich von Köln, suchen immer noch viele Menschen nach ihren Angehörigen. Derweil half die Bundeswehr bei der Bergung von mehr als 70 Fahrzeugen. Die Situation an der Steinbachtalsperre ist nach wie vor angespannt, laut Experten aber wegen des langsam abfließenden Wassers stabil. Aufräumen in Bad Münstereifel. Hier arbeiten sie sich durch das, was das Hochwasser zurückgelassen hat. Die Altstadt zerstört. Die Menschen, sie funktionieren nur noch. Geschäftlich sind wir am Ende. Es ist alles kaputt. Wir haben alles verloren, was wir uns in 28 Jahren aufgebaut haben. Aber im Endeffekt sind wir froh, dass wir mit dem Leben davon gekommen sind. Freiwillige Helfer sind zum Teil seit Tagen im Einsatz. Diese Solidarität, ein Lichtblick für die Betroffenen. Seit gestern, vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag heute ist, sind so viele Menschen gekommen. Wir haben so viel Hilfe erfahren. Und wenn man sieht, wie die Stadt eigentlich schon aufgeräumt ist, trotz dem ganzen Chaos. Wir können uns nur bei allem bedanken. Es grenze an ein Wunder, dass bis jetzt keine Toten gefunden wurden, sagen die Einsatzkräfte in Erftstadt. An dem Ort, in dem es zu gewaltigen Erdrutschen gekommen war, ganze Häuser teils weggerissen, viele andere unbewohnbar. Zahlreiche Menschen suchen noch immer ihre Angehörigen. 60 Menschen im Kreis werden vermisst. Wir pflegen unsere Eltern und wir suchen die seit 3 Tagen. Und die Vermisstenstelle in Siegburg hat noch keinerlei Listen von der Polizei übergeben worden, wo die einzeln aufgenommen worden sind. Und das kann es doch nicht sein nach 3 Tagen. Die Lage an der Steinbachtalsperre bei Euskirchen ist weiter angespannt. Eine Entwarnung gibt es laut Einsatzkräften erst bei einer Zweidrittelentleerung. Die Menschen dürfen noch nicht zurück in die gefährdeten Ortschaften. Ebenso in Ophoven an der Grenze zu den Niederlanden. Dort war der Damm gebrochen, der Ort noch immer unter Wasser. Weitere Dammbrüche schließen die Behörden nicht aus. Die Bundesregierung hat für Hochwasseropfer Soforthilfen in Höhe von mehr als 300 Millionen Euro angekündigt. Finanzminister Scholz sagte der Bild am Sonntag, er werde mit dem Kabinett am Mittwoch außerdem über ein Wiederaufbauprogramm beraten. Wirtschaftsminister Altmaier sprach sich für eine Corona-Flutpauschale von 10.000 Euro aus. Damit sollen Unternehmen unterstützt werden, die sowohl von der Pandemie als auch vom Hochwasser getroffen wurden. Sie können für die Flutopfer spenden bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Hochwasser. Spendenkonto DE 62 37 02 05 6x die 0 10 20 30 oder online unter aktion-deutschland-hilft.de. Zur Unwetterkatastrophe sendet das Erste auch heute wieder einen Brennpunkt, gleich nach der 20 Uhr Tagesschau. Auch in Österreich ist es durch Starkregen zu Überschwemmungen gekommen. Betroffen waren vor allem die Bundesländer Wien, Tirol und Salzburg. Die Stadt Hallein rüstet sich gegen neuerliche Überschwemmungen. Nachdem gestern weite Teile der Altstadt überflutet wurden, haben die örtlichen Behörden den Zivilschutzalarm aufrechterhalten. Leichte Entspannung gibt es dagegen in den Hochwassergebieten im Süden der Niederlande. In der Gegend von Roermond gingen die Pegelstände etwas zurück. Und nun die Wetteraussichten. Morgen im Süden und Südwesten viel Sonnenschein, später im Bayerischen Wald oder an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. Sonst mehr Wolken, aber auch Sonne und meist trocken. 17 bis 29 Grad. Wir melden uns wieder mit der Tagesschau gegen 17.30 Uhr.